Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein komplettes Video mit PR-Produkten für dich, also es ist quasi ein PR-Boxen-Unboxing mehr oder weniger. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe einiges zugeschickt bekommen und ich wurde darum gebeten, doch solche Videos gerne mal komprimiert zu machen. Das heißt, dass ich ein komplettes Video mache, wo ich dann auch diese Produkte zeige und das wollte ich jetzt auch einfach mal machen. Ich denke auch, dass es nochmal ein zusätzliches Video geben wird, wo ich dann auch das ein oder andere Produkt nochmal austeste. Und ja, ich habe hier immer so eine Kiste, wo ich das reinpacke und wenn die Kiste voll ist, dann zeige ich euch die und die Kiste ist jetzt übervoll und deswegen wird es halt mal so langsam Zeit. Ich denke, dass ich alphabetisch vorgehen werde, das macht am meisten Sinn und es wird auch in diesem Video wieder eine Verlosung geben und zwar verlose ich ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox, schau gerne einfach mal vorbei. Es wird in diesem Video, ich würde mal sagen, Rabattcodes regnen. Manche finden es nervig, manche freuen sich da tierisch drüber. Aber ja, hier wird es sehr, sehr häufig dazu kommen, dass ich sagen werde, Rabattcode X, Rabattcode Y und so weiter. Ich verlinke euch aber alles nochmal unten in der Infobox und schaut da gerne einfach nochmal in Ruhe vorbei. Und ja, ich würde sagen, wir starten doch einfach mal. Wenn ich das Alphabet richtig kann, beginnen wir mit B wie Beauty Mates und da habe ich zwei neue Produkte zugeschickt bekommen, beziehungsweise es sind zwei Produkte, die ich auch aktuell in Anwendung habe, die jetzt aber ein neues Verpackungsdesign bekommen haben. Die überarbeiten gerade einfach das Design der Booster. Wir kennen das ja, dass du normalerweise dieses Fläschchen hast, was du hochdrehst, dann lädt sich die Pipette automatisch auf und dann musst du es halt nur noch in die Hand geben und ne, fertig ist die Laube. Jetzt habe ich hier exemplarisch den Selbstbräuner Booster und den AHA Glow Booster zugeschickt bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wenn ich ehrlich sein darf, ob ich das alte oder das neue Design schöner finde, bin ich ehrlich. Das ist jetzt halt wirklich eher das klassische Design. Ich fand das alte Design aber eher unique. Naja, wir haben nach wie vor unten einen Glasbehälter. Genau, und Beauty Mates macht ja die Wirkstoffkosmetik, die halt ohne irgendwelche Rampampam-Geschichten sind. Rampampam wäre das hier übrigens. Das ist da alles nicht mit drin. Wir haben hochkonzentrierte Booster, die doch deutlich, also die sind dreimal so stark konzentriert wie ein normales Serum. Das heißt, die mischst du dir zusammen mit deiner Creme in deiner Hand. Je nachdem, welche Creme du gerade so verwendest. Du kannst natürlich auch dir die Creme von Beauty Mates holen. Da gibt es auch zwei verschiedene. Da habe ich die reichhaltigere Variante. Und ja, genau, das mischt man sich dann zusammen mit dem Booster, gibt es dann entsprechend ins Gesicht. Ich mache das nicht pur, kann man machen, dann ist es halt eine Kur, das war rein. Und ja, ne, wie ihr das halt handhaben möchtet für euch. Und ja, genau, da gibt es halt jetzt die beiden Geschichten. Fun Fact, ich habe gestern Morgen meinen AHA Glow Booster, den ich halt bei mir aktuell in Anwendung habe, im Badezimmer ein Stück weit verteilt. Also da ist noch ein bisschen was drin. Aber er ist mir runtergefallen, deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt nochmal ein Backup zugeschickt bekommen habe. Genau. Gehen wir zuallererst mal auf den Selbstbräuner Booster ein, würde ich sagen. Ich bin eine Blassnase. Ich habe jetzt heute eine Foundation drauf. Das ist jetzt mein Full-Face Beauty Boxen Gedünsen gewesen, was ich geschminkt habe. Da habe ich eine Foundation Probe drin gehabt. Die ist in der Farbe 03 gewesen. Es ist ein bisschen dunkel. Ich bin aber auch auf dem Weg dahin, dass ich generell ein bisschen bräuner werde, auch vom Körper her hoffentlich irgendwann mal, weil wenn dann irgendwann mal der Frühling und der Sommer sich überlegen, rauszukommen, dann wird sich mein Hautton dementsprechend angleichen. Gott sei Dank werde ich dann auch ein bisschen gebräunter werden. Ich bin ja viel im Garten, ich bin viel draußen. Und ich benutze aber immer einen sehr, sehr hohen Lichtschutzfaktor für mein Gesicht. Das heißt, mein Gesicht ist dann auch immer ein bisschen heller als mein Körper. Ich möchte aber gerne halt auch einfach mal ein Stück weit ungeschminkt rausgehen. Und da wird mir der Selbstbräuner Booster halt helfen. Ne? Das ist ein Ding, den habe ich jetzt schon in der alten Verpackung das ein oder andere Mal verwendet. Innerhalb von ein paar Stunden, zwei, drei Stunden, sagt Beauty Mates ja auf der Homepage, siehst du leichte Ergebnisse. Naja, ich war ja auch sehr, sehr vorsichtig. Ich habe nur so ein Tröpfchen genommen in meine ganz normale Tagescreme mit reingemischt. Da sieht man schon eine leichte Bräunung. Was ich aber cool finde, ist halt nicht dieses klassische Selbstbräunergedünsen, dass du halt das fleckig hast oder sonst irgendwas. Es ist ebenmäßiger, es ist sanfter, es ist natürlicher und das gefällt mir halt. Ne? Deswegen finde ich das cool. Hier ist auch Vitamin E mit dabei und DHA ist hochkonzentriert. Kann man sich, also einen Selbstbräuner Booster sollte man sich nicht pur aufgeben. Aber wenn du jetzt zum Beispiel den AHA Glow Booster nehmen würdest, da ist AHA und BHA mit drin,
der gibt deinem Gesicht halt eine gewisse Strahlkraft, ne? Dann kannst du dir den auch pur als Kur auf die Haut geben, aber das bitte nicht länger als irgendwie 14 Tage oder so, weil wie gesagt, sehr hoch konzentriert, Wirkstoffkosmetik, die sind halt, ne, da ist halt das drin, was die auf der jeweiligen Verpackung versprechen und das ist halt die Sache, ich mische mir das lieber, weil meine Haut sehr sensibel ist. Die Produkte sind aber auch alle geeignet für sensible Haut und ja, das ist jetzt auf jeden Fall die Geschichte. Ich denke, dass ich tatsächlich den Selbstbräuner Booster, den AHA Glow Booster und meine Tagescreme quasi zusammenmischen werde, weil das ist für mich so ein Morgenprodukt. Abends verwende ich dann zum Beispiel den Polenminimierer in meiner Abendcreme halt drin reingemischt, ne? Und ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen und ich habe auch einen Gutscheincode mit dabei. Claudis Welt 30 ist in dem Fall der Gutscheincode, da bekommt ihr 30% Rabatt und ja. Tobt euch auf jeden Fall aus. Da könnt ihr euch im Produktberater beraten lassen, was quasi für eure Haut eine gute Kiste wäre, was die Haut braucht. Und im Set-Konfigurator könnt ihr euch die Produkte so zusammenstellen, wie ihr sie haben möchtet. Könnt ihr aus, keine Ahnung, mittlerweile müssen das ja auch schon zweistellig die Booster-Anzahlen sein, aber es waren mal 9 verschiedene Möglichkeiten, also 9 Produkte, die du dir individuell zusammenstellen kannst. Entweder nur Booster oder Booster mit Creme oder nur Creme oder dies, das, Ananas. Kannst du dir zusammenbasteln, wie du halt möchtest und dementsprechend reduziert sich ja durch den Set-Konfigurator der Preis noch ein bisschen. Und dann kommt ja auch nochmal Claudis Welt 30, 30% auch nochmal runter. Ist kein Affiliate-Code, also da verdiene ich nichts dran. Es ist so, dass ich die Produkte von Beautymates zum Testen zugeschickt bekomme. Das heißt, ich erhalte sie hier, zeige euch die, bewerte die für mich und sage meine Meinung dazu, gebe euch den Code an die Hand und wenn ihr möchtet, könnt ihr darüber bestellen. Wenn ihr den nicht möchtet, dann nicht. Ne? Das ist halt vollkommen, ja, außer, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe gestern nämlich so unter meinem schicken Video ein paar sehr interessante Kommentare bekommen, aber danach dann bei Instagram so viel Liebe von euch. Also danke, Leute. Das war richtig, richtig. Da waren Löwinnen am Werk. Das habe ich echt gemerkt. Das fand ich super schön. Okay, so viel auf jeden Fall zu Beautymates. Ich persönlich vertrage die Hautpflege halt wirklich gut und deswegen empfehle ich die hier. Und jetzt möchte ich alphabetisch weitergehen. Was ist denn das nächste alphabetische? Es müsste Chiquelle sein. Ja, Chiquelle. Lassen wir den Elefanten aus dem Raum. Ich habe schon ein bisschen was an, ne? Also man sieht es tatsächlich und mein Freund fand, glaube ich, dieses Oberteil sehr sexy, denn ich trage hier zwar, also ich trage keinen regulären BH drunter, nein, ich trage einen trägerlosen BH, was total merkwürdig ist, weil ich musste erstmal einen trägerlosen BH bei mir suchen. Ja, ich habe gerade tatsächlich meine Hufis hochgehoben. Genau. Ich bin normalerweise nicht ein Fan davon, so trägerlose BHs zu tragen, weil ich normalerweise, ich habe halt keine riesen Möppen, Leute, ne? Das rutscht bei mir runter, als wäre da nichts. Das ist nun mal so. Hier habe ich aber einen an, den kann ich euch mal in die Infobox verlinken, den finde ich ganz cool. Und ich weiß nicht, wo ich den her habe, aber ich glaube, den habe ich mir auf Amazon tatsächlich mal geholt. Das ist ein super Push-Up, Leute, ne? Machen wir uns nichts vor. Was ich halt ein bisschen, bei solchen BHs finde, wenn man das so von der Seite sieht, warte, ich fall mal hier so hin. Normalerweise, so vor 10 Jahren, hätte das hier so gehangen, ne? Also nicht gehangen, wäre das hier gewesen. Mittlerweile, Claudi ist jetzt 31, wird bei 32. Sagt die Schwerkraft hallo. Nein, danke. Okay, ja, so viel dazu. Also, ich habe jetzt das erste Oberteil an. Ich schiebe den Stuhl mal kurz zur Seite. Und tada. Das ist halt so ein, wirklich cropped Oberteil. Also es ist sehr, sehr bauchfrei. Es ist halt recht sportlich. Also im Prinzip ist das ein Outfit, damit kann ich so meinen Hula Hoop machen. Die Qualität von Chiquelle finde ich immer sehr, sehr gut. Es ist quasi, ich würde schon sagen, dass die so eine Art Fast Fashion Brand auch sind. Aber, weil die Teile halt recht schnell ausverkauft sind und nicht in hohen Stückzahlen verfügbar sind und die sich dann auch immer wieder am Zahn der Zeit orientieren und dementsprechend neue Styles rausbringen. Aber die Qualität ist halt immer recht geil. Deswegen arbeite ich halt auch super gerne mit denen zusammen. Und das hier ist mal wirklich auch was ich total schön finde. Es ist halt so richtig Frühling, ne? Richtig so, ich zeige Haut und die Sonne kann wirklich auf meine Haut, Vitamin D3 kann produziert werden. Scharf, okay. Also so viel dann wirklich zu diesem Oberteil. Finde ich fancy, ne? Ist jetzt nichts fürs Büro, aber definitiv was für zu Hause. Und dieser Knubbel, der hier ist, der kommt hier vom BH, ne? Das ist halt hier so ein Zusammenziehgedönsen. Und das ist ein bisschen uncool, aber ich habe leider keinen anderen trägerlosen BH. Das andere wäre tatsächlich entweder Nipple Patches gewesen oder ein Bikini-Oberteil. Aber das wäre
uncool. Genau. Untenrum trage ich eine Leggings. Leute, das ist halt einfach das, was ich zurzeit liebe, ne? Die hier, finde ich, sitzt recht gut. Und ich habe leider aktuell Los Vojos. Deswegen seht ihr Sliplinien. Und ich kann keinen Tanga anziehen, weil mir das einfach nicht gefällt aktuell. Ne? Ja. Normalerweise ist hier ja quasi direkt in der Mitte des Bauchnabels dieses Ding. Also jedenfalls hätte ich gedacht, dass es da wäre. Ist es hier jetzt in dem Fall nicht wirklich? Das ist so ein bisschen seitlich. Ich meine, schief ist modern, aber das, ich weiß nicht, ob das wirklich so muss. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es so muss. Oder so. So viel mehr, ne? Aber es zieht halt mehr zu der Seite bei mir. Egal. Ich finde diese Leggings aber super bequem. Ich meine, es ist eine Leggings, Leute. Natürlich finde ich Leggings bequem. Ne? Hat eine ordentliche Länge und ich habe die Sachen auch normalerweise alle so in Größe M. Ich glaube auch, die Leggings müsste M sein. Die hat einen schönen Stoff, das ist halt so ein glänzender Stoff. Ja, halt wirklich sportlich, ne? Also stretchy, capacci. Ich lasse die jetzt einfach an, ich ziehe die jetzt nicht aus, um die nah in die Kamera zu zeigen. Ich hoffe, das geht so klar. Ist sehr anschmiegsam. Fühlt sich auch recht robust an. Also die gefällt mir auf jeden Fall, ne? Ich habe noch zwei weitere Oberteile. Da schlüpfe ich mal eben kurz in das erste rein. Ja, das ist zurzeit ja voll angesagt, so ein Faden und eine Augenbraue zu tragen. Nein, das meinte ich jetzt nicht. Und zwar so ein College-Shirt, ne? Das ist halt schön lang. Da steht jetzt Harvard drauf. So, genau. Harvard steht hier drauf. Das ist so, ich weiß nicht, so halbwegs geflockt, würde ich sagen. Also so ein Samtprint. Irgendwie, ne? Finde ich vom Print her sehr schön, sehr klar. Und das ist halt so ein richtiges Schlafshirt für mich. Also das habe ich genau deswegen mir ausgesucht. Ich durfte mir 4 Produkte aussuchen. Und das gehörte auf jeden Fall auch dazu. Ist richtig schön locker, lang, luftig. Fühlt sich toll vom Stoff an. Mag ich einfach gerne leiden, ne? Und ja, das ist jetzt ja aktuell, bekommst du das in vielen verschiedenen Shops, solche Arten von Shirts. Und ich finde es halt super bequem, ja. Übrigens, was ich noch zeigen wollte in dem anderen Shirt, ne? Das ist von innen so flauschy. Das war mir eben gar nicht so aufgefallen. Also das, was ich eben anhatte, ist ganz, ganz flauschy. Sieht man das? Voll schön, oder? Ja. Voll geil. Ich weiß nicht. Und du hast hier echt voll die Textnachricht mit dabei, ne? Ist voll lang hier. Naja, so, letztes Oberteil. Wo mir gerade auffällt, verdammt, ich habe vergessen, mir gestern die Achseln zu rasieren. Die Schweden haben es halt raus mit der Mode, muss man wirklich sagen. Also die sind halt sehr, sehr edel, elegant, schick. Ich finde das super süß. Ich habe sowas Ähnliches in Blau mir mal irgendwann vor Jahren auch gekauft. Das hat auch solche niedlichen Puffärmelchen. Finde ich total schön. Mag ich auch unheimlich gerne leiden. Kann ich mir auch zum Rock richtig toll vorstellen. Und ja, das sieht halt schön aus. Es ist weiß. Es ist von der Länge her. Wo ist mein Bauchnabel? Da. Geht ein bisschen über den Bauchnabel drüber. Also es ist nicht super kurz, aber auch nicht super lang. Und das mag ich ja gerne leiden, ne? Das ist voll Sommer. Das ist so richtig, ich mag das. Es sieht ein bisschen drüber aus, muss ich ehrlich auch zugeben. Weil das nicht hundertprozentig mein Style eigentlich ist. Ich glaube, da gehört die Kette nicht dran so, ne? Aber ich mag das gerne leiden. Ich meine, guck sich das mal einer an. Ne? Schon sehr elegant. Und dazu dann irgendwie einen schicken Bleistiftrock oder so. Das mag ich gerne. Das ist auch nicht zu eng. Das ist jetzt Größe M. Ich muss es ja immer dabei sagen. 1,73 groß, ungefähr 70 Kilo wiege ich. Und sitzt wirklich toll. Also einerseits finde ich das total niedlich und verspielt. Andererseits halt auch irgendwo ein Stückchen bieder. Aber keine Ahnung. Das repräsentiert halt mich schon sehr. Und mit dem Code ClaudiaW20 sparst du ab heute 20% bei Chiquel. Genau, ja, gönn dir auf jeden Fall hart. Das ist kein Affiliate-Code, das ist halt nur genauso wie bei Beautymates auch. Es wird halt gesehen, ob diese Codes verwendet werden. Und ja, wenn dem so ist, dann werde ich halt weiterhin gefragt, ob man es mit mir, also ob ich mit denen zusammenarbeiten möchte. Und dann kann ich mir dann wieder neue Produkte demnächst aussuchen. Und ja. Ansonsten, ne, daran merkt man halt, also die Firmen merken dann halt, wie die Resonanz halt einfach so ist. Genau. Ich bekomme weder fürs Zeigen noch für den Code in dem Falle Geld. Deswegen, ne, ich sage es jetzt irgendwie immer noch ein bisschen intensiver mit dabei, weil ich gemerkt habe, dass es die ein oder andere oder den ein oder anderen doch etwas mehr interessiert, als ich dachte.
Weiter geht die wilde Reise und da habe ich jetzt einen ganz neuen Kooperationspartner. Die haben mich kontaktiert über ein Portal, das nennt sich AWIN oder AWIN. Da können sich im Prinzip alle irgendwie registrieren und da werden Firmen dann gegebenenfalls auf einen aufmerksam, schreiben einen an und fragen, ob man zusammenarbeiten möchte. Das ist auch ein Portal, über das ich Affiliate-Links generieren kann. Das heißt, wenn ihr über meinen Link bestellt, bekomme ich eine kleine Provision dafür. Ne? Das ist zum Beispiel bei Flaconi der Fall, bei Douglas zum Beispiel auch, die sind da auch gelistet und Galeria Kaufhof ist da, glaube ich, auch gelistet und diese Firma auch, Current Body. Das ist eine Firma, die führen Beauty-Tools, Beauty-Produkte in deren Online-Shop und die haben mich gefragt, ob ich Bock habe, was von denen zu testen und ich habe mich für den New Face Mini entschieden. Den finde ich super interessant. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das konkret übersetzen soll. Im Prinzip ist es ein Mini-Mikrostrom- Gesichtsstraffungsgerät, wenn ich das einfach mal so frei übersetzen darf. Also man verwendet sowas in Kombination mit einem Produkt, wo ich nicht weiß, ob es mit drin ist, weil normalerweise nimmt man dann so ein extra Gesichtsgel oder Primer von New Face eben mit dabei und dann macht das mit Mikrostrom dein Gesicht halt geil. Traumhaft. Also wenn das wirklich funktioniert. Ich traue sowas ja nicht immer unbedingt und bin da auch manchmal etwas skeptisch. Hier bin ich jetzt gespannt. Also heute ist jetzt das erste Mal, dass ich das auspacke und heute Abend werde ich das erste Mal verwenden, sofern denn dieses Produkt zum Mitverwenden dabei ist. Ansonsten verwende ich es halt einfach mit einem Öl, was ich da habe zum Beispiel. Ne? Und das soll halt wirklich durch Mikrostrom, der aus dem Gerät rauskommt. Nee, Quatsch, ich kann das erst morgen früh verwenden, weil das muss 12 Stunden laden. Ne? Habe ich gut überlegt. Naja, auf jeden Fall. Kommt hier raus der Mikrostrom, der hoffentlich nicht wirklich spürbar ist. Und dann kann man damit übers Gesicht fahren. Also, man cremt sich erst diese Seite hier unten ein. Dann macht man hier 1, 2, 3 und dann nochmal. Also quasi alles dreimal. Oh, das fühlt sich jetzt schon kühlend an, ne? Genau, und dann muss man das Gerät wieder nehmen. Kann dann 1, 2, 3, aber erst natürlich oben rechts die Stirn eincremen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dann die andere Seite und so weiter. Und das soll halt wirklich helfen, kleine Fältchen zu mindern. Leute, ich bin sehr gespannt. Ich habe immer schon überlegt, dass ich Bock drauf hätte, mal so zu so einer Kosmetikerin zu gehen, dass sie irgendwie auch so eine Reizstrombehandlung macht oder sonst irgendwas. Da habe ich mega Bock drauf. Aber dann kam Corona um die Ecke und hat gesagt, nö, Claudinchen, also du bleibst zu Hause und wenn du Spa machst, dann bitte nur zu Hause. Genau, von der Firma habe ich leider keinen Rabattcode, aber aktuell gibt es dieses Gerät, was normalerweise 219 Tacken kostet, für 139 Euro. Das ist auch ganz schön viel, ne? Aber ich muss halt auch sagen, ich habe auch den PMD Rose Quartz, den habe ich auch mal zugeschickt bekommen. Den verwende ich auch sehr, sehr gerne und der ist auch super teuer, ne? Also ja, also solche Geräte bin ich eigentlich immer eher skeptisch, weil ich denke, ah, nicht, dass die so teuer sind und dann rede ich darüber im Video und dann liegt es bei mir eh nur in der Ecke. Nein, ich möchte halt wirklich dann solche Geräte auch wirklich verwenden und das ist wirklich, wirklich. Und das ist halt auch etwas, was ich mit diesem Teil hier vorhabe. Bin ich sehr gespannt. So, jetzt gucke ich mal, was hier noch weiter drin ist. Also es fühlt sich schwer an. Könnte sein, dass ich Glück habe und dieses Dings ist damit bei, ne? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe Glück. Okay. Genau, weil hier ist noch so eine Klappe und dahinter befindet sich zum einen ganz viele Bedienungsanleitungen, die man sich vorher natürlich intensiv durchlesen sollte. Ja, Schnellanleitung, hier steht es auf Deutsch drauf, ne? Schnellstartanleitung, finde ich scharf. Ja, also auch der Code, der unten zu dem New Face Mini in der Infobox ist, ist ein Affiliate-Code, ne? Genau, und hier haben wir dann den Rest vom Schützenfest. Da habe ich einmal hier diesen Gel-Primer. Hydrating Leave-On Formula 59 ml sind hier drin. Also da bin ich wirklich gespannt, ne? Wenn ich das dann... Also ich werde es erst ein paar Mal, denke ich, für mich anwenden und ausprobieren und dann mal vor der Kamera mit euch testen. Ich sehe noch zu. Wird alles... Also kriegen wir voneinander, Leute. Und dann ist hier noch dieses Ladegedöns mit dabei. Boah, ich hoffe, das ist hier... Genau, es gibt auch einen deutschen Anschluss. Wundervoll. Oder vielmehr einen europäischen Anschluss, ne? Super. Da kannst du hier drauf machen... Und dann hast du ein Ladekabel und dann geht die Party ab. Der gleiche Anschluss, den gleichen Anschluss habe ich glaube ich auch für mein Epiliergerät. Mal gucken, vielleicht ist es sogar, kombinierbar? Nein. Ach, Claudia.
kompatibel. So, genau. Dann haben wir hier noch so ein, ich glaube, das ist ein asiatischer Anschluss, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und dann noch ein Silikabeutelchen, damit hier nichts nass wird. Also da freue ich mich drauf, ne? Ich werde jetzt ja diesen Monat, wenn ihr dieses Video seht, nein, es ist schon heute erst einmal, wo ich das drehe, ne? Ja. Ich werde diesen Monat 32 Jahre alt. Ich habe in meinem Leben nicht immer super gesund gelebt. Das tue ich auch nach wie vor nicht. Also ich mag es gerne auch zu naschen. Ich mag es gerne auch einfach ein bisschen, wenn Corona es durchlässt, die Nächte durchzumachen und nicht immer Rücksicht darauf zu nehmen, was meine Haut dazu sagt. Sprich, ob sie dadurch jetzt altert oder nicht. Auch was viele andere Dinge angeht, die man besser nicht machen sollte, mache ich oder habe ich in meinem Leben getan. Und meine Haut dankt es mir nicht unbedingt, was auch vollkommen verständlich ist. Und ich schlafe zu wenig und so weiter und so fort. Ne? Und deswegen sind solche Gerätschaften vielleicht ganz gut. Ja, die können mir auf jeden Fall helfen. Und vielleicht die ein oder andere durchgemachte Nacht Bett machen. Wäre ein Träumchen. Ich habe hierzu jetzt, wie gesagt, leider keinen Rabattcode, aber ne, wisst ihr Bescheid, ist gerade reduziert und gönnt euch hart. Kommt zur Seite. Ich freue mich drauf. Also ich habe das, glaube ich, bei Sammy Slimani, glaube ich, in seinem Video gesehen. Ich glaube, der hat das zum Geburtstag nämlich geschenkt bekommen, ne, den New Face Mini. Und ja, dann habe ich irgendwie ein paar Tage später die Kooperationsanfrage bekommen und fand es scharf. Mit C sind wir durch, Sammy, oder? Kann das wohl? Dann gehen wir jetzt weiter zu Y. Da habe ich Yepoda und Yes Style. Yes Style kommt nach Yepoda. Genau. Yepoda hat Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Die sind ein Jahr auf dem Markt. So schaut das ganze Jahr aus. Die hatten mich auch angeschrieben, ob ich Nachschub benötige. Da habe ich mir direkt den Calm Balm bestellt. Oh, Leute. Das ist so ein geiler Abschminkbalsam. Ich kann, also wirklich, der ist richtig toll. Der ist sanft zur Haut. Der entfernt toll das Augen-Make-up. Richtig gutes Zeug. Sehr pflegend für die Wimpern. Da fallen mir auch keine Wimpern von aus. Und ich kriege da keinen Film auf die Augen. Mega. So, die hatten Geburtstag und die haben sich überlegt, wenn wir Geburtstag haben, dann schenken wir halt unseren, Influencern, unseren Members einfach mal eine Box. Fand ich total scharf. Ich habe tatsächlich schon reingeguckt und ihr werdet gleich erfahren, warum. Finde ich geil. Also jedes Mal, wenn man von Yepoda eine Box bekommt, hat man halt drin diesen Print. Ist richtig cool. Und zuallererst haben wir hier ein Kärtchen drin. Happy Birthday, Yepoda. Danke, wir haben Geburtstag und feiern ein Jahr Yepoda. Mist. Ich bin ein bisschen mit meinem Alphabet durcheinander geraten, Leute. Es tut mir leid, ich habe was vergessen. Und zwar muss ich ja natürlich Wasser trinken. Waterdrop, Claudi 5, 5 Euro Rabatt ab 25 Euro Bestellwert. Wisst ihr Bescheid, ne? Hier ist Shiro drin, obwohl wir 20.31 Uhr haben. Gönne ich mir ein bisschen Koffein. Wer kann, der kann. Es ist wie gesagt heute der 1. Mai, es ist Samstag. Da ist alles in Ordnung. Hm. Genau, ne? So viel zum Alphabet, ne? Oh, ist das peinlich. Okay. So, nochmal. Danke. Wir haben Geburtstag und feiern ein Jahr Yepoda. Aber wir verteilen trotzdem die Geschenke. Wir lieben koreanische Skincare und haben im vergangenen Jahr unter Hochdruck daran gearbeitet, K-Beauty auch in Deutschland bekannter zu machen. Doch wir lieben nicht nur koreanische Skincare, auch koreanische Gerichte sind im Yepoda-Team immer heiß begehrt. Daher haben wir uns ein Geschenk für dich überlegt, welches mit unseren Favoriten aus der koreanischen Küche noch mehr Korea-Vibes zu dir nach Hause bringt. Wir wünschen dir viel Spaß damit. Dein Yepoda-Team. Mega, denn ich habe die Box schon im Vorfeld aufgemacht, weil als ich angeschrieben worden bin, ob ich Nachschub brauche, habe ich natürlich erstmal in die Box geguckt, ob da vielleicht irgendwas enthalten ist. Bis auf ein Produkt konnte ich alles mir anschauen, habe schnell gemerkt, dass es nicht damit bei ist und habe dann meiner Ansprechpartnerin gesagt bei Yepoda, dass der Kaumbaum halt ganz nice wäre. So, denn das ist ein Paket, solche PR-Pakete liebe ich, wenn du halt nicht so immer nur das Klassische drin hast, sondern wenn man halt auch mal einfach sowas drin hat, ne? Das feiere ich hart. Das machen wir direkt morgen Abend, denn die Zutaten, die uns fehlen, haben wir tatsächlich auch noch eingekauft. Das hier ist eine Bibimbap, genau. Und das soll dann irgendwann so aussehen. Und das kommt aus Südkorea, dieses Gericht. Und es ist klar, dass wir hier natürlich kein Spiegelei, keine Avocado, keine Karotten und keine Pilze drin haben werden. Ne? Deswegen, das sind dann die Zutaten, die man sich entsprechend dazu geholt hat.
Und das ist so schön jetzt, was kommt, Leute. Also, wir haben hier einmal die Einkaufsliste mit dabei. Fand ich scharf, ne? Damit bin ich dann gestern erstmal zu Netto gegangen und habe da den Rest vom Schützenfest bestellt. Genau, dann ist hier das Rezept aufgeführt. Da bin ich ja auch mal gespannt drauf. Avocado Bibimbap. Tada. Genau, das wird dann morgen zubereitet. Dann Passport to Asia. Das habe ich mir noch gar nicht so genau angeguckt. Da müssen wir nochmal zusammen schauen. Bonusprogramm. Sammle Sticker mit jeder bestellten Kochbox. Ach so, das ist eine Kochbox. Easy Cook Asia. Okay, ja gut. Ne, das, da hat man hier dann 5 Euro Rabattcode für deine nächste Bestellung. Teile den 20% Rabattcode mit einem Freund. Das ist Cook Together. Ne, da bekommst du 20% Rabatt. Empfehle uns weiter und erhalte eine kostenlose Rezeptbox. Ja, also wir sind ja sehr gut versorgt tatsächlich mit HelloFresh, muss ich wirklich sagen. Und das Ganze habe ich hier direkt zweimal drin. Also, ne, wer Interesse daran hat, an dieser Box und 5 Euro Rabatt sparen möchte, kann das gerne, wenn er demnächst mal bei mir gewinnt und eine individuell zusammengestellte Beautybox bekommt, schreibt mich an. Genau. So machen wir das besser, dann kann ich das entsprechend weitergeben. Culture Guide, die Symphonie der koreanischen Küche. Also das ist schon schön, ne? Da sind dann so ein paar Sachen beschrieben. Finde ich auch sehr interessant und da ist mein Freund auch ein bisschen steil drauf gegangen. Und hier haben wir dann die Zutaten mit dabei, die halt nicht frisch sind, ne? Die man halt so dazugeben kann. So eine kleine Kochbox hier mit drin. Und das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und da sind wir halt dann auch extra für losgefahren und haben dann die restlichen Zutaten eingekauft, damit ich das morgen schön machen kann. Ich weiß nicht, ob ich das auf Insta teilen werde, dann werdet ihr das ja gesehen haben, bevor dieses Video online kommt, ne? Und falls du solche Sachen nicht verpassen möchtest, dann folgt mir gerne auf Instagram. Da heiße ich AIDOLP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. So, und jetzt habe ich hier noch etwas drin, da steht tatsächlich auch mein Name drauf, Claudis Welt, und da bin ich extrem gespannt, was sich da drin befindet. Ein längliches Produkt. Also länglich eingepackt. Ihr könnt übrigens mit dem Code CLAUDI30 auch 30% sparen bei Yepoda. Auch das kein Affiliate-Code, ne? Genauso wie bei den anderen bisher genannten auch. Ist das etwas, wo einfach ja, die Firmen dann wissen, dass ihr von mir kommt. Und dann dafür dann halt auch entsprechend belohnt werdet. So, schön eingepackt. Also das ist schon mal nice. Ich will sowas nie kaputt machen, ne? Ich bin ja kein Fan davon. Geschenkpapier kaputt. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht Stäbchen oder sowas drin sind. Ich mag nicht Geschenkpapier aufreißen. So, was ist das? Sieht edel aus. Teaspoon and Fork Set. Wie geil. Our spoon gifts contain gift givers. Thoughtful meanings. We also pray the best wishes to the receivers wellness and happiness. Das ist ja süß. Die wünschen mir alles Gute, Entspannung und Freude. Ich weiß nicht, von welcher Marke das denn ist. Made in Korea. Also, mir steht jetzt so nicht drauf. Ach, schön. Ja, tatsächlich. Teaspoon and Fork. Und Leute, das ist so geil. Da ist Claudis Welt eingraviert. Da steht mein Name drauf. Und auch auf den Stäbchen, die aus Metall sind, steht auch Claudis Welt drauf. Ich raste aus. Also vielen, vielen Dank, liebes Yepoda-Team. Das ist ja echt schon ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk, ne? Und damit kannst du halt wirklich dir dann so eine Bowl oder wie auch immer. Ich kann ja halbwegs mit Stäbchen essen, aber Metallstäbchen ist schon mal so eine Sache für sich, muss ich gestehen. Kann man sich das vielleicht so und dann da drauf und dann so. Weiß ich nicht. Mega. Also das ist sehr, sehr hochwertig. Und da siehst du auch, dass du halt... Ich habe so viel in der Hand, es tut mir leid, Leute. Dass du hier auf der Seite das ein bisschen breiter hast als auf dieser Seite. Und dadurch kannst du dann halt auch die Stäbchen gut halten. Und das, und die sind auch ein bisschen flach, dann abgeflacht und so. Boah, das muss ich echt... Spektakulär, Leute. Spektakulär. Doch, so geht das. So, ne? Meine Eltern sind damals recht häufig mit uns dann auch zu, ja, zum Asiaten gegangen, sage ich jetzt einfach mal. Und da haben wir auch gelernt, mit Stäbchen zu essen. Das finde ich cool. Und jetzt habe ich meine eigenen Claudis Welt Stäbchen. Ich finde das so geil. Ernsthaft. Ich feiere das, ne? Ja. Ach Mensch, und dann dieser Löffel auch dabei. Das ist etwas, habe ich noch nie gekriegt, finde ich außergewöhnlich, finde ich richtig geil. Vielen, vielen Dank, liebes Yepoda-Team und herzlichen Glückwunsch.
Übrigens, ich habe vergessen, dass ich auch noch was von Zinf habe. Da kommen wir aber gleich zu. Erstmal zeige ich euch die Produkte von YesStyle. Auch da habe ich tatsächlich einen Rabattcode. Da könnt ihr quasi individuell sparen. Das staffelt sich so ein bisschen nach, je nachdem, welchen Bestellwert du so hast. Und ich zeige euch erst die Produkte. Oder wollt ihr den Rabattcode schon vorher wissen? Claudis Welt wäre das. Ganz klassisch. Und das ist aber ein Affiliate-Rabattcode. Das heißt, wenn ihr meinen Rabattcode verwendet, dann bekomme ich eine kleine Provision dafür. Ich habe nämlich ein Budget bekommen, für das ich mir was aussuchen darf. Und ich habe auf Instagram auch eine Umfrage gemacht, wo ich euch gefragt habe, was ihr gerne mal sehen möchtet. Es kamen verschiedenste Sachen. Es kamen Masken, es kam Pflege, es kam Kleidung. Nach den letzten Ereignissen muss ich ehrlich gestehen, dass ich relativ froh bin, dass ich mich nicht für Kleidung entschieden habe. Aber ich habe mich tatsächlich für ein Full Face entschieden. Einen Teil habe ich schon da und den Rest vom Schützenfest habe ich mir dann entsprechend bei YesStyle bestellt. Und ich liebe die Verpackung da. Das ist immer so was ganz Besonderes. Genau, also ich habe zuallererst auch etwas für euch mitgenommen. Das werde ich dann in dem YesStyle Full Face Video mit euch zusammen nicht austesten. Das werde ich an euch verlosen. Und zwar ist es von Etude House My Beauty Tool Exfoliant. Das ist ein kleiner Jellyfish, also quasi eine Qualle. Heißt das so? Ich weiß nicht. Ist das nicht süß? Ich finde das unheimlich süß. Und damit kannst du halt dein Gesicht reinigen. Du kannst quasi dein Reinigungsprodukt da irgendwie reinmachen und dann schäumt es halt ein bisschen mehr. Spektakulär, wirklich. Ne? Also das wird dann quasi in dem Fullface YesStyle verlost werden. So, dann habe ich mitgenommen zuallererst von Hello Kitty ein Produkt und zwar Kathy Doll. Oh mein Gott. Also nein, ich nicht. Ich bin 89 geboren, dementsprechend bin ich ja auch mit dieser ganzen Hello Kitty-Hype-Geschichte groß geworden. Ne? Oh, ich muss übrigens aufpassen. Ich habe gehört, dass die Adressen da auch irgendwie drauf gedruckt werden. Da steht meine Adresse drauf. Huch. Auf jeden Fall, genau. Haben wir viel Hello Kitty gehabt in meiner Jugend. Ja, ich habe es geliebt. Also ich war auch sehr konträr unterwegs, was meinen Geschmack anging. Ne? Also ich habe dann irgendwelche Poster von Limp Bizkit und so bei mir hängen gehabt. Ich habe letztens mir noch Fotos angeguckt und gleichzeitig Hello Kitty und Findet Nemo Poster. Ja, muss man nicht verstehen. Ja, das ist ein Cotton Shine Blusher in der Farbe 01 Frozen Strawberry. Oh mein Gott, also diese Verpackung, Leute. Kann man da groß irgendwie, da kann man nichts zu sagen, ne? Nein, da ist so ein kleines Puschelding mit dabei, dann ist da ein Spiegel mit drin und die Farbe ist super dunkel, Leute. Oh mein Gott. Ja. Achso, das kann man zur Seite klappen. Dann ist da aber auch noch eine Folie drüber. Und ja, das ist wirklich dunkel. Oh, oh. Ja, wir gucken. Ich hoffe, also wow. Und das ist die Farbe 01, ne? Hat so leichten Schimmer mit dabei. Das werden wir zusammen austesten. Bei YesStyle, du bekommst ja alles gefühlt, ne? Du bekommst da schöne Beauty-Sachen, also dekorative und pflegende Kosmetik. Du bekommst Kleidung, wie gesagt. Du bekommst alles. Das ist Wahnsinn. Genau, so, dann habe ich hier auch noch von Tony Moly Luminous Marble Highlighter. Das ist dieser hier. Das sind halt Marken, die im asiatischen Raum halt schon sehr dafür bekannt sind, dass sie dekorative Kosmetik machen. Und ich persönlich kenne von Tony Moly nur die Masken, ne? die dann auch oben immer so ein bisschen anders sind. Genau. Und habe ich... Oh. Ich aufpassen mit meinen Fingernägeln. Eine Farbe. Nö, 14 Gramm ist die Farbe. Nee, steht jetzt so nicht drin. Wow. Wow. Sieht sehr, sehr schön aus. Es ist wirklich so marmoriert, ne? Wie der Name schon sagt. Marble Highlighter. Hat halt auch so Blau mit drin. Blauanteil und Champagneranteil und Gelbanteil. Das heißt, es wird dann wirklich auch so ein schöner Mischmasch werden. Swatche ich jetzt aber bewusst nicht, weil ich möchte mich überraschen lassen. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Aber dass sie da überall die Adresse draufkleben, das kann ich ja irgendwie gerade nicht so ganz... Warum? Weiß ich nicht. Ich weiß doch, wo ich wohne. Dann habe ich etwas mitgenommen, das wurde mir tatsächlich auch von euch empfohlen. Das ist die Misha Cream, diese Perfecta Cover BB Cream RX Nummer 21 habe ich mir geholt. Ich glaube, das ist dann quasi, je nachdem, welche Farbe man nimmt. Weiß ich nicht. Ich hoffe, das passt. Da haben schon so viele von geschwärmt. Ist mir jetzt eine Blume vom Finger gefallen? Ist gerade irgendwas runtergefallen. Weiß ich nicht. Ja, und das ist diese hier. Wow, perfekt. Misha.
Da bin ich so gespannt drauf, weil die halt noch so richtig krass Pflege auch mit drin haben soll. Ich meine, dass Maxim die auch sogar schon mal getestet hat. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich glaube, da gibt es auch zwei verschiedene Varianten von. Einmal diese rote, die etwas neuere Variante. Und die alte sollte eigentlich besser sein, aber die gab es halt zu dem Zeitpunkt nicht in meiner Farbe, ne? Dann habe ich hier noch so ein Cushion-Produkt, und zwar die Beauty Artisan BB Cushion Foundation Case. Die sieht auch schick aus, ne? Das ist so glitzernd vorne drauf. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ist auch wieder so zum Hochklappen. Dann hast du hier wieder ein Puffelding drin und kannst es dann zur Seite klappen. Und da ist dann die. Nee. Ach Quatsch. Das ist leer. Machst du dann quasi deine Foundation rein und machst die zu einer Cushion. Habe ich hier von Uni, da habe ich auch einen Concealer von, glaube ich. Müsste ich noch irgendwo haben. Den Pore Blur Powder. So schaut das aus. Und das soll halt die Poren wegblurren. Finde ich jetzt auch nicht verkehrt, ne? Kann man auf jeden Fall mal machen. Genau, das ist ein loses Puder. Und ich bin einfach ein Fan von diesen losen Pudern. Und ich habe mir halt auch immer wieder dann durchgelesen. Das kann ich jetzt natürlich nicht in diesem Video, das mache ich dann in dem Full Face Schminki, ne? Was da für Inhaltsstoffe noch drin sind und dass das besonders pflegend und rampampam ist. Dann habe ich hier von Too Cool for School. Da kenne ich eigentlich auch nur die Masken von. Das ist ein Bronzer. Art Class by Rodin Shading. Keine Ahnung. Das ist dieses hier. Sieht sehr scharf aus, finde ich. Eine matt-schwarze Verpackung. Hier nochmal so eingepackt. Special, special. Das sieht so scharf aus, so richtig Wild-West-mäßig. Das mag ich gerne leiden. Das fällt auf jeden Fall auf und ist ein bisschen spezieller. Und ja, das ist ein dreifarbiger Bronzer. Habe ich mir aber extra ausgesucht, weil ich bin immer so skeptisch bei Farben im Internet. Ne? Geht euch wahrscheinlich auch so, deswegen guckt ihr wahrscheinlich auch solche Videos. Ne? Ja, mache ich auch. Aber das sind halt so Produkte, die ich jetzt noch nicht unbedingt bei anderen so gesehen habe in der Kombination. Und das werden wir mal ausprobieren. Das ist ein matter Bronzer. Aber die Farben sahen schon mal auf den ersten Blick ganz gut aus. So. Find out the story of Too Cool for School by Rodin Printed Inside. Ach so, das ist hier auch noch in die Verpackung reingegangen. Das ist ja interessant. Von Etude House, ich glaube, da schwärmt Jenny von Jennys Highlights auch immer so von der Marke, ne? Weil die ja einige, die hat ja auch eine Kooperation mit YesStyle und hat auch immer wieder von Etude House die ganzen Pflegeprodukte. Das ist die Lash Perm Curl Fix Mascara, die 24 Stunden halten soll. So lange werde ich sie nicht austesten, weil ich mich jeden Abend abschminke. Und die schaut schick aus. Also von der Verpackungsform her erinnert die mich sehr an eine Too Faced Mascara, an die The Real Mascara. Und gucken wir uns die mal an. Die ist aber süß, ne? Also, das ist ja nicht mal mehr ein Bananenbürsten. Winzig klein. Vollkommen ohne Duft. Bin ich sehr gespannt drauf. Das ist das nächste Produkt. Und zwar von Etude House auch wieder. Drawing Eyebrow in der Farbe 07 Bright Brown. Ja, das ist einfach ein Augenbrauenstift, ne? Genau. So schaut der aus. Und der wird dann auch seinen Einsatz finden. Ich habe immer Angst bei Augenbrauenstiften, dass das bei mir nicht passt, ne? Werden wir ausprobieren. So, das hier ist so wieder sowas Süßes, ne? Super Twim Marimond Pen Eyeliner. Das ist dieser hier. Welche Farbe habe ich mir da ausgesucht? 4. Dark Brown. Okay, das geht ja noch, Claudia. Manchmal habe ich ja so einen ganz wilden. Und dann suche ich mir Produkte aus, wo ich im Nachhinein denke, warum? Ja, Marimond Super Twin. Okay. Schaut so aus. Ist schon schön, ne? Ich mag ja dieses mintgrüne, verspielte, pastellige. Filzeyeliner. Probieren wir aus. Und last but not least habe ich mir von YesStyle dieses Produkt mitbestellt. Da weiß ich, oh, da muss ich erstmal meine Adresse aufmachen. Da weiß ich noch gar nicht, ob ich das wirklich selber verwenden werde oder ob ich das tatsächlich an einen von euch verlosen werde. Oder ob Marion das von mir demnächst mal bekommt. Man weiß es nicht, weil sie ja auch so ein Pokémon-Fan ist. Und zwar habe ich die Pokémon Lip Balm Collection und da habe ich mir Pikachu ausgesucht. Leute, ist das süß. Ich hatte ja auch mal von der Sailor Moon Collection diesen Sailor Moon Balm und das ist schon geil. Das ist wirklich süß. Ja, das ist freaky, ich weiß. Genau, und wie gesagt, mit dem Code Claudis Welt sparst du dann nochmal, je nachdem, welchen Bestellwert du so hast,
falls du dich, wenn ich das schminke, mit mir mitschminken willst. Aber ja, also die Versandzeit bei YesStyle ist halt von bis. Das steht auch meistens auch immer bei dem Produkt mit dabei. Man muss halt bedenken, dass gerade so dieser Weltschiffmarkt ein bisschen am Poppes ist, um das mal so zu sagen. Ich bin ja selber, wie gesagt, im Export unterwegs, ne? Und da habe ich jeden Tag damit zu tun, wenn unsere, wenn wir Schiffe buchen und unsere Spediteure uns dann Bescheid sagen, dass sich mal wieder ein Schiff verschoben hat. Und ich denke, dass das Ganze auch noch eine Weile andauern wird. Aber gut, sei es drum. So ist das Leben eben. Wir müssen einfach mal entspannter werden. Gut, dann habe ich als letztes auch noch etwas von Zinf zugeschickt bekommen. Die machen optische Brillen und ich bin ja normalerweise auch ein Brillenträger. Also ich trage ja Brillen, um was zu sehen. Jetzt zum Beispiel, wenn ich mich im Display sehe, dann sehe ich schon eine Claudia. Ja, ich sehe sie. Ich sehe sie jetzt nicht unbedingt scharf. Ich sehe, dass ich im Fokus bin. Ich sehe, dass ich glowy bin. Aber ich kann jetzt nicht gut was sehen. Also, ne? Ich habe, ich glaube, minus 2 oder so grob. Ich habe mit Zinf die Kooperation, dass ich jetzt die nächsten 3 Monate von denen mir eine Brille aussuchen darf und die dann hier auch in dem Video immer vorstelle. Das heißt, mit dem Code WELT kannst du 50% in dem Zeitraum auch sparen. Das ist 50%, Quatsch, nicht komplett 50%, sondern 50% auf die Gestelle und 20% auf die Gläser. Und das ist schon viel, finde ich, also gerade auf Gestelle, weil Gestelle sind meistens super teuer, aber Zinf ist super günstig, aber es sind tolle Brillen. Ich habe schon zwei Brillen von denen, die ich auch in täglicher Anwendung habe, wo ich auch schon viele Komplimente für bekommen habe. Die sind extrem klar. Ich komme da echt super mit zurecht und es macht halt Spaß, ne? Und jetzt hatte ich mir eigentlich gedacht, Leute, es ist jetzt so langsam die Zeit für Frühling, Sommer und jetzt habe ich mir eine Sonnenbrille ausgesucht. Das ist diese hier. Die kommt erstmal so eingepackt, die kommt in so einem Luftpolsterumschlag daher. Kommt halt aus Amerika, deswegen auch da muss man wieder so ein bisschen diese Verschiffungsproblematik im Hinterkopf behalten. Geht aber eigentlich recht zügig, ne? Weil wenn es halt so ein Briefversand ist, geht es recht zügig eigentlich. Das kam jetzt hier in so einem schönen Brillencase daher. Manchmal hast du halt auch so eine Rausschiebeverpackung, also das habe ich bei den anderen gehabt, dass du quasi hier so eine Schublade rausziehen konntest und ich habe jetzt halt ein richtiges Brillencase und das finde ich gerade für eine Sonnenbrille klasse, weil so kann ich das auch in die Tasche mit reinpacken. Fühlt sich sehr, sehr hochwertig und angenehm an. Ich weiß nicht, ob man die auch separat kaufen kann oder ob es die ab und an mal mit dabei gibt. Da muss ich wirklich passen, das habe ich nämlich so noch gar nicht gesehen. Und dann klappt man das auf und dann habe ich hier meine Sonnenbrille drin. Auf Instagram habt ihr die sicherlich schon gesehen. Natürlich gibt es hier auch immer so ein Brillenputztuch mit dabei, was ich wichtig finde, weil ich patsche mich halt ständig an. Ich vergesse manchmal, dass ich eine Brille trage und packe mir ins Gesicht. Und das ist jetzt eine etwas klobigere, aber Fun Fact, mein Freund hat sie ausgesucht tatsächlich. Ich habe ihn gefragt und dann hat er die ausgesucht, weil er die cool fand. Und so schaut die Sonnenbrille dann an mir aus. Natürlich blenden jetzt so ein bisschen die Lichter, aber ne, so sieht das aus. Wir haben hier an der Seite tatsächlich Holz, was ich sehr geil finde. Ich benutze die auch gerne zum Spazierengehen mit Sammy. Die ist halt sehr präsent und halt einfach mal auch ein bisschen anders als normalerweise meine Sonnenbrillen. Sonst habe ich immer so Puck, die Stubenfliege Sonnenbrillen. Die hier finde ich aber vom Optischen her auch schon mal sehr, sehr hochwertig. Also man sieht ihr wirklich ihre Qualität an, ne? Bei Zinf bekommst du halt Produkte, die qualitativ hochwertig sind. Jetzt habe ich hier ein bisschen Megaton, läuft bei mir. Hier sehen wir dann an der Seite einmal die, das ist wirklich geil, ne? Das ist halt Holz. Dadurch ist die natürlich nicht super leicht, ne? Das ist halt eine richtige, robuste Brille, würde ich mal dazu sagen. Die Fassung, das Gestell ist hier oben etwas dunkler und wird nach unten hin heller. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und wie gesagt, die ist ein bisschen eckiger. Ich mag das gerne sowohl mit meinen offenen Haaren. Also mein Freund sagte, das sieht besser aus, wenn ich die Haare offen habe. Auf Instagram habt ihr mir aber gesagt, dass ihr das schöner findet, wenn ich die Haare halt so zusammen habe und man halt wirklich präsent die Brille sieht. Also ich mag es sowohl als auch. Natürlich ist es so, dass wenn ich draußen bin, habe ich immer meine Haare, wenn ich mit Sammy spazieren gehe, zusammen, weil es einfach praktischer für mich ist, ne? Also Leute, wenn ich mich runterbeuge und da irgendwelche Hinterlassenschaften von Monsieur wegmachen muss, möchte ich bitte nicht mit meinen Haaren da halb drin hängen, ne? Das heißt, ja, ich habe sie dann öfters zusammen. Aber wenn ich hier auf der Terrasse sitze oder wenn ich bei uns im Garten sitze oder so, dann habe ich meine Haare schon offen, ne?
oder wenn man irgendwann mal wieder mit Freunden raus darf. So, ich finde die Brille toll. Ich kann euch das wirklich empfehlen. Ich habe sie auch schon Freunden von mir empfohlen. Es ist einfach ein ganz, ganz tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Du gibst da ganz easy peasy deine Werte ein. Man muss halt vorher so ein bisschen bei leo.org vielleicht übersetzen, was diese einzelnen Werte bedeuten, weil das natürlich eine Homepage auf Englisch ist. Aber das geht schon recht schnell, kann ich euch wirklich sagen. Und das ist nicht teuer. Und hier haben wir halt wirklich dann so diese... Ist für Leute, die sich halt schminken, so wie ich, ein bisschen schwierig, wenn du halt diese... diese solche Viecher hast, ne, die halt hier so dran sind und nicht diese abstehenden Viecher. Es ist aber praktischer, wenn du dir die Brille einfach so in die Haare schiebst, ne, weil sonst habe ich meine ganzen Haare damit drin und als Sonnenbrille möchte ich definitiv auch so eine Brille dann haben, ne. Also das sieht jetzt wirklich gerade richtig fancy aus mit diesem glowy Look, diesem scharfen Oberteil, also das ist safe so ein richtiges Insta-Pick, ne. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid, das ist alles ein bisschen, ja, hochgradig professionell hier. Auf jeden Fall, ich kann euch das empfehlen. Es sind tolle Brillen. Die Qualität gefällt mir und ich kann da echt gut durchgucken. Wenn ich sie nicht so mögen würde, und da bin ich jetzt mal komplett ehrlich, würde ich sie zum Beispiel auch nicht zum Autofahren tragen. Was ich aber tue, ne? Weil Autofahren ist so ziemlich das... da kommt es drauf an und da musst du gute Augen haben, da musst du gut sehen können. Und ich trage die beim Autofahren, ich trage die Sonnenbrille beim Autofahren, ich trage meine normalen optischen Brillen beim Autofahren. Das ist sehr wichtig. Du kannst dir auch einen Anti-Blue-Light-Filter damit reinbauen lassen. Das habe ich zum Beispiel, wenn ich halt auf der Arbeit auf meinen Bildschirm schaue. Ich will mir die ganze Zeit wieder aufsetzen. Nein, ich kann die jetzt nicht aufsetzen, ist zwar hell hier, aber dann seht ihr meine Augen nicht. Das ist etwas unnett. Unnett, genau. Da sitze ich ja immer vorm Computer und ja, du kriegst ja dieses blaue Licht, dieses Blue Light, was quasi von technischen Geräten kommt, von Handys, von Tablets, von PCs, Computerbildschirmen und so weiter. Ne? Das macht die Augen müde und ich sitze sehr, sehr viel vorm Laptop und arbeite nicht nur ganz normal auf Arbeit mit dem Laptop, sondern auch, wenn ich Videos schneide. Und ich merke schon den Unterschied, dass meine Augen deutlich weniger trocken sind. So, genug. Es ist vollbracht. Wir sind bei Z angekommen und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Inspo geben konnte, dass ihr das Video genossen habt. Und ja, ich werde es auch demnächst wirklich versuchen, dass ich das dann separat mache. Ne? Und den einen Haul mache ich dann wirklich nur mit Produkten, wo ich mein eigenes Geld für investiert habe. Andere Hauls mache ich dann, wenn ich halt PR-Pakete gesammelt habe. Manchmal ist es so, dass ich vielleicht ein PR-Paket bekommen habe, aber dafür einen Haul habe. Muss ich halt einfach gucken, wie das zeitlich passt, dass ich das dann vielleicht dann doch mal integriere oder so. Aber ja, ich glaube, so ist es ganz gut. Ist vielleicht eine kleine Flut an euch, wenn ihr dann geballt so viele Codes bekommt. Deswegen hatte ich das sonst auch immer so ein bisschen integriert gemacht. Aber gut, es wurde sich jetzt gewünscht und ich denke, das werde ich in Zukunft auch so umgesetzt bekommen. Und ja, das war's dann auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!